viele Grünflächen, herrliche Strände, nur ansonsten liegt halt leider, leider, schade, kann man nur sagen, wenn man dieses Land gesehen hat, vieles im Argen. Aber vom Gebirge zurück zu den Türmen in der deutschen Mannschaft. Als da wären, zwischen den Pfosten bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Sie werden das gleich eingeblendet sehen. Das Tor haben wir zumindest schon mal und hier haben wir auch den Mann, der drin arbeitet, Andi Köpke. Mit der 2, Stefan Reuter wieder mit dabei, in alter Form. Ralf Weber auf der Gegenseite mit der 3. Dann die Herren im Zentrum, Jürgen Kohler und Thomas Berthold. Dieter Alz, er rutschte heute Vormittag um 10 in die Mannschaft, gleich dazu mehr. Andi Möller, der Kreativitätsapostel in der deutschen Mannschaft. Und das sind seine Sicherheitsbeamten, Matthias Sammer neben Dieter Alz. Dann vorne Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, der Abwehrchef, und Ulf Kirsten. Die Ergänzung zu Klinsmann, also K&K-Dynastie heute im deutschen Angriff. Berti Vogts, der Coach, von Beginn an will er eine offensive deutsche Mannschaft sehen. So soll das im Detail aussehen. Berthold weiter links, Kohler gegen die vermeintliche Spitze, Rackli, wie er es angedeutet hat. Reuter und Weber auf den Außenpositionen, Alz und Sammer mehr in der Mitte. Sammer profitiert von der Einwechslung von Alz, kann damit vielleicht auch ein bisschen offensiver werden, als dies ursprünglich geplant gewesen wäre. Wenn Hässler gespielt hätte, Alz und Sammer schirmen in jedem Fall im Möller ab, der die Spitzen Klinsmann und Kirsten möglichst gut in Szene setzen soll. Jetzt die entscheidenden Worte zu Thomas Hässler. Thomas Hässler, vor etwa einer Woche bekam er einen Zahn gezogen. Eine Entzündung hat sich breit gemacht. Er fasste an den vergangenen Tagen die Muskulatur. Gestern auch die Wadenmuskulatur in Mitleidenschaft gezogen. Er konnte schon beim Training kaum laufen. Heute Vormittag war es nicht anders und deshalb entschied um 10 Uhr, dass er nicht spielt, entschied also Berti Vogts. Und wenige Minuten vor Spielbeginn entschied Berti Vogts, dass Hässler trotzdem auf der Bank sitzt und jetzt Vogts damit leider auf der Tribüne Platz nehmen muss. Das sind die Herren, denen die Sympathien der 23.000 hörbar gehören im Kemal-Staffa-Stadion. Strakosha, Zmiany, Legbelo, Chumba, Vata, Kacay, Kushta, Belay, Milo, Rackli und Demolari. Was verbirgt sich dahinter? Dass kein einziger, wir haben das extra mal so darzustellen versucht, Spieler einer albanischen Clubmannschaft mit dabei ist. Da steht Shulku zwar mit der Nummer 4 in der Aufstellung, aber bei uns in der Aufstellung steht eigentlich Chumba. Also ich hoffe, dass wir das in Kürze noch klären können. Normalerweise ist Chumba in die Mannschaft genommen worden in letzter Sekunde, auch wenn Schulka hier noch steht. Schulko wäre der Einzige von Partizan Tirana, aber ich glaube, es ist mit dabei Chumba. Jetzt aber erstmal die Mannschaftsaufstellung. Chumba, 4. Chumba, 4. Wir haben noch mal ganz genau hingeschaut.
Mit der Nummer 4 eben wurde die Mannschaft ja abgeschwenkt, Albaniens, also Chumba, wie wir das erwartet hatten, in letzter Sekunde reingerutscht, nicht wie Sie eingeblendet gesehen haben. Schulko und damit wirklich kein Spieler einer albanischen Clubmannschaft mit dabei. Aus 5 Ländern, was die Clubzugehörigkeit betrifft, kommen Albaniens Nationalspieler. Griechenland, Zypern, Schottland, Rumänien und Saudi-Arabien. Und der Mann kommt aus der Ukraine, Schiedsrichter Melnitschuk. Wassili Melnitschuk, und er pfeift sein erstes Länderspiel heute. Im zweiten Jahr FIFA-Schiedsrichter, hat schon mehrere Europapokalspiele bestritten. Aber er erzählte uns, freut sich auf seine Länderspielpremiere, ausgerechnet mit einem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Was für ein Gefühl für Altin Rakli, Andi Möller nicht nur gegenüberstehen zu dürfen, sondern jetzt auch den ersten Ballkontakt in Kürze vollführen zu dürfen. Andi Möller, dem wir wünschen, dass er so spielt wie in Dortmund, nicht nur was die Position betrifft, sondern auch was die Klasse seiner letzten Spiele anbelangt. Er ist der große Regisseur, der Mann mit der Elf und der Denkerstirn, die Molari, der albanischen Mannschaft, gilt aber ein bisschen als wehleidig. Am Ball mit der 5, Wata, der Libero. Wieder die Molari. Und Ralf Weber. Sir Clinzy. Lothar Matthäus im 120. Länderspiel. 6 fehlen noch, dann ist er auf der ganzen Welt Rekord-Nationalspieler. Berthold. Möller. Andi Möller mit Raffinesse, aber noch ohne Adresse gespielt in dieser Szene. Lothar Matthäus, haben Sie eben gesehen, bis an die Mittellinie aufgerückt als Libero. Matthäus im Moment, sage ich Ihnen, weil Sie das nicht sehen, sogar in der Mitte der albanischen Hälfte. Sammer 10 Meter hinter ihm und nur Berthold als letzter Mann, Mann gegen De Molari. Sammer. Hals. Klinsmann, Sammer. Ah, erster guter Spielzug der deutschen Fußballnationalmannschaft. Variabel gespielt, denn wenige Augenblicke zuvor hatte sich Sammer noch an der Mittellinie aufgehalten, stahl sich dann frei, so hat sich Berti Vogts das vorgestellt. Gott sei Dank, dass er wieder mit dabei ist. Matthias Sammer.
Verteidiger. Möller. Kleiner Lufttest von Lothar Matthäus. Sammer. Demolari, der Spielmacher. Zmiani. Und Kuschko. Jürgen Kohler hatte eigentlich erwartet, dass der Altin Rakli da durch die Sturmmitte, so wie er das ja selbst angekündigt hatte, kommen würde. Aber der hält sich im Moment noch zurück und überlässt dem Mann, mit dem die Deutschen nicht gerechnet hatten, Sokol Kuşta, das Angriffszentrum mit der 7. Jetzt aber Sammer. Klinsmann. Stefan Reuter. Mit der 9 im Bild. Lefter Milo. Gilt als der talentierteste Fußballer derzeit. In Albanien, spielt aber auch in Griechenland. Hier ist er wieder am Ball. Und Rafi. Milo. Wieder Milo. Hätte er Vorteil laufen lassen können, zeigt Lothar Matthäus auch mit einem kleinen Schwenker mit der rechten Hand an zum Schiedsrichter. Als fast ausschließlich in der Position des rechten Verteidigers und wenige Meter vor ihm in der des rechten Mittelfeldspielers Stefan Reuter. Aushilfslibero Köpke unter dem Strich erfolgreich. Berti Vogts, heute Schmuck gewandet. Vielleicht der neue Europameisterschaftsstil. Und Reuter. Möller bemüht, wieder Linie und Ruhe ins Spiel zu bringen. Deutschen um schnelles, aber im Moment auch dadurch hektisches Spiel bemüht. Mit der Matthäus. Reuter. Provata. Rakli.
Lefter Milo, ich sagte ja, derzeit das Juwel unter Albaniens Nationalspielern. Gilt als der stärkste Ausländer in Griechenland. Sie mochten ihn lange nicht, die albanischen Fußballfans, weil er schon vor Jahren, als er nach Griechenland wechselte, meinte, ich fühle mich eigentlich mehr als Grieche, denn als Albaner. Und was Schlimmeres kann einem echten Albaner gar nicht passieren. Voilà. Noch Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Möller und Kirsten, die hoffentlich nach dem kurzen verbalen Abtausch jetzt bereinigt sind. Zmijani, frech. Und Ragni. War eigentlich ein Foul von Kuschta gegen Kohler. Rakli. Da zeigt er Freistoß an, schließt sich der Melnyk. Und bravo Ragni, rufen Sie hier vor unserer Kabine. Der leicht unsanfte Annäherungsversuch von Thomas Berthold mit einem Freistoß für Albanien bestraft. Ragni-Sprechchöre branden durch das Stadion hier in Tirana. Spielen nicht schlecht, die Albaner. Selbstbewusst. Holprig, wieder Platz, der Spielaufbau der deutschen Nationalmannschaft. Weber. Möller schimpft, müsst euch mehr anbieten, denn viel Zeit, das Spiel zu lenken, lassen sie ihm nicht und Kirsten im Abseits. Ulf Kirsten wünschen ihm mehr Glück als bei seinen kurzen Einsätzen in der Nationalmannschaft. Erst sein drittes Spiel von Beginn an. Viele Verletzungen, die er wegstecken musste, aber zuletzt ja vor allem im Europapokal und auch in der Bundesliga sehr torgefährlich. Möller. Reuter. Hat er in Dortmund zuletzt schon besser gemacht. Sokol Kuschta, bisher ein Gewinn für das albanische Angriffsspiel, nicht gegen Wales dabei, für viele überraschend in die Mannschaft gekommen. Bisher aber für Kohler ein adäquater Gegenspieler. Hier ist er wieder, jetzt weicht er plötzlich auf die Flügel aus. Glück für die deutsche Mannschaft, denn auf der linken Seite war das Loch, da stand der Milo mutterseelenallein. Das, was sich Berti Vogts vorgestellt hatte, von Beginn an das Heft in die Hand zu nehmen, ist nicht eingetreten, im Gegenteil. Die deutsche Mannschaft hat Schwierigkeit mit Platz und Gegner.
Aufspiel von Berthold. Thomas Berthold, der in der Position des vorgeschobenen linken Manndeckers bisher schon drei Gegenspieler kennengelernt hat, sagt schon alles über die variable Spielweise. Man höre und staune der albanischen Nationalmannschaft. Molari, Smiani und Sammer plötzlich in der Position des letzten Mannes. Hier sehen Sie es, Kohler jetzt plötzlich wieder mit dem anderen, nämlich mit De Molari. Berthold. Er zeigt an, ich war doch nicht im Abseits, aber der Linienrichter hatte die Fahne sofort oben, als Kusch da ins Abseits lief. Der Mann von Olympiakos Nikosia, einer von zwei Spielern, die heute auf dem Feld sind, die in Zypern ihr Geld verdienen. Kusch da, der als Sturmspitze zentral begann, jetzt seit 5 Minuten nur noch links außen spielt. Hier sehen Sie ihn unten am Bildrand. Lothar Matthäus, was kennen Sie die Albaner? Gestern haben wir Sie gefragt. Zwei Namen kamen, Matthäus und Mercedes. Freistoß für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und wer Videostudien der letzten albanischen Länderspiele betrieben hat, der weiß, es hat in fast jedem Länderspiel Albaniens ein Gegentor durch einen Freistoß gegeben. Denn so wie sie Bauwerke hier errichten, auch in Tirana, bauen sie auch Freistoßmauern. Meistens brüchig und sie brauchen sehr lange dafür. Ich befürchte fast, das werden wir auch in diesem Spiel noch erleben. Da Hässler nicht dabei ist, die Freistoßweisen Matthäus und Möller. Und Weber und Klinsmann versuchen die Lücken in die albanische Freistoßmauer zu sprengen. Möller. Noch hat es nicht funktioniert. Mit Gefühl, Sammer in den Lauf von Reuter. Und Klinsmann. Das Tor zum richtigen Zeitpunkt und mustergültig, ja, da haben wir vorher vom Dortmunder Block gesprochen. Ich kann sagen, das war Block Schokolade. So zuckersüß haben sie das Tor vorbereitet. Sammer goldrichtig in den Lauf von Reuter gelupft und der Stefan Reuter, das, was er verlernt zu haben schien, in dieser Saison hat er es in Dortmund wiederentdeckt. Flanken mit Gefühl auf den Kopf von Jürgen Klinsmann. Schauen Sie, eine wunderschöne Flanke von Stefan Reuter. Unterstreicht den Formanstieg Reuters in dieser Saison und ein genau platzierter Kopfball von Klinsmann, wie sie ihn nennen, bei Tottenham. 1:0, nachdem die Albaner gerade stärker geworden waren, zum goldrichtigen Zeitpunkt das Führungstor. Und damit ist es nach 18 Minuten zum ersten Mal mucksmäuschenstill geworden. Jetzt müsste doch eigentlich Ruhe und Linie ins deutsche Spiel kommen. Auf dem Rasen, hat ihm ja die Vogts auch noch mal gesagt, darf er nicht viel zaubern, denn einige Löcher lassen dies nicht zu.
einfach spielen, ist die Devise hier. Nochmal Sammer und De Molari. Und Kuster. Bata. Berti Vogts. Sagte auch vorher, guter Libero bei den Albanern. Spürbar bis zu uns, Nerven beruhigt bei der deutschen Mannschaft. Klinsmann bleibt verletzt, auf dem Rasen knien. Kniet immer noch. Jetzt steht er wieder. Knickt nochmal um, ich darf Ihnen das sagen. Jetzt sehen Sie es am rechten Bildrand. Stefan Reuter macht das einzig richtige. Zeit zur Behandlung für Jürgen Klinsmann. Schauen Sie nochmal auf die Attacke. Für die es jetzt auch Geld gibt. Gegen Kacay. Er ließ das Spiel zunächst weiterlaufen. Hatte schon angezeigt. Bei der nächsten Unterbrechung bekommst du Gelb. So hart wird hier nicht eingestiegen. Kacay gegen Klinsmann. Jürgen Klinsmann jammert nicht, englische Härte ist er gewöhnt. Salvador Kacay. Auch er spielt in Zypern bei Olympiakos Nikosia. Ball kommt fairerweise zurück, Klinsmann außerhalb des Feldes, Möller im Moment zweite Spitze neben Kösten. Lässt sich zu Recht weiterspielen. Melnichuk. Gibt ihm Auftrieb. Guter Einsatz, Kirsten. Klinsmann immer noch außerhalb behandelt, deutsche Mannschaft immer noch mit 10 Mann. Matthäus, kann er mal gehen. Möller, gut gespielt mit Kirsten. Ja, prima gespielt von Andi Möller. Zunächst von Matthäus, die Abwehrspieler rechneten Doppelpass Möller-Matthäus, aber Möller zog es vor, mit Kirsten als Partner zu agieren. Und Klinsmann wieder dabei. Jürgen Kohler geht jetzt schon ein bisschen härter zur Sache. Gegen Kuster. Hat er am Anfang ein bisschen viel Freiheit. Jetzt zeigt er ihm schon langsam, wo es lang geht. Als sicher zuverlässig bisher die rechte Abwehrseite. Schön verlängert von Klinsmann. Kirsten. Was soll denn?
Möller, Matthäus, sehr schön gespielt. Gestrecktes Bein von Lothar Matthäus, der hebt entschuldigend die Hand, alles in Ordnung. Solche 1 gegen 1 Situation ist natürlich ein bisschen leichtsinnig gegen Kuschta, wenn Matthäus so offensiv im Mittelfeld agiert, wie wir das in den letzten Minuten gesehen haben. Aber so will es Berti Vogts haben. Sammer soll Matthäus auch nicht sichern, wenn der ins Mittelfeld aufrückt. Mehr und mehr gesucht und gefunden, Andi Möller. Nach kleinen Problemen mehr für mich mit dem Platz als mit dem Gegner in der Anfangsphase von Andi Möller. Jetzt mehr und mehr spielerische Elemente, die er einbringt in den letzten Minuten. Das ist der Libero Vata von Celtic Glasgow. Sammer und immer wieder der stürmende Libero Matthäus. Zmiani. Abseitsposition von Kuschta, aber gefährliches Spiel. Da sehen Sie hinten die letzten drei. Den Matthäus weit vorne. Kohler ging einen Schritt nach vorne und stellte Kuschta ins Abseits. Foul von Kirsten gegen Jumba. Übersicht bei Berthold. Weber. Als hält sich ganz an die taktische Marschroute auf der rechten Seite, den Defensivpart zu spielen, überlässt den Offensivpart Stefan Reuter. Härtetest für Berthold, Urheber Jürgen Klinsmann. Abseitsposition von Ulf Kirsten. Komm, Moment zu spät, das Abspiel von Reuter. Berti Vogts an der Seitenlinie zeigte seinen beiden Angreifern an, geht noch ein, zwei Meter weiter nach vorne. Möller. Immer aufmerksamer Jürgen Kohler. Möller sucht jeden Ball.
gute Ideen, aber wie Sie gesehen haben eben bei Kirsten, noch nicht jeder kapiert sofort. Dominatoren im albanischen Mittelfeld, Milo und Demolari. Mit vorne Legbello. Zmiani. Ball hinten bei der deutschen Mannschaft. Ein deutscher Spieler liegt an der Mittellinie am Boden mit Weber. Und Foul von Kohler. Ralf Weber liegt immer noch an der Mittellinie. Jetzt haben wir den Ball. Die deutschen Abwehrspieler haben Schiedsrichter Melnitschuk das jetzt angezeigt. Berti Fuchs hat Dirk Schuster schon mal das Zeichen gegeben, sich warm zu machen. Ist die Szene nochmal. Weniger ein Foul, denn ein Umknicken dann bei Ralf Weber gegen Milo. Sicherlich auch getroffen worden, aber dann unsanft gelangt und vor allem unglücklich. Wäre bitter für Ralf Weber, der in den letzten Spielen bei der Frankfurter Eintracht ab dem Spiel der Eintracht gegen Bayern gut in Form gekommen ist. Berti Fuchs und Rainer Bonhoff schon im taktischen Geplänkel an der Seitenlinie. Was zu tun ist, werden wir nochmal die Szene sehen, das Foul von Jürgen Kohler. Aber Weber wieder mit dabei. Sehen Sie es nochmal, Kohler gegen Legbello. Aber da haben wir von Kohler schon andere Dinge gesehen. Er ist schon härter zur Sache gegangen, aber es heißt Freistoß. Demolari, der Mann mit den verstreuten Haarsträhnen, Zmiani und der ist drin. Ausgleichstreffer 1:1. Das, was wir von der albanischen Freistoßmauer erwartet hatten, hat die Deutsche praktiziert. Schlecht postierte Mauer. Schauen Sie mal genau hin. Zmiani, der darf da um Berthold herum nicht vorbeigehen. Diese Ecke muss eigentlich geschützt sein. Da stand Berthold von ihm aus gesehen 15, 20 Zentimeter zu weit rechts. Und es steht 1:1. Zmiani, der Offensivverteidiger, zirkelt den Ball wunderschön ins Tor. Und ein unter dem Strich nicht einmal unverdienter Ausgleichstreffer für eine aufopferungsvoll kämpfende albanische Mannschaft. Jetzt fangen sie auch noch an, gut zu spielen. Zmiani. In der Offensive bisher ein Pluspunkt bei Albanien. Bata. Berthold und Weber waren vorne und da sieht man, Mr. Zuverlässig, Dieter Eils, eilte von rechts nach links, um hilfreich zur Seite zu stehen.
Milo. Guter Fußballer Cimani. Foul von Jürgen Kohler an Kuster. Ein Spiel, das nach dem Führungstor der deutschen Mannschaft in die richtigen Bahnen zu laufen schien, ist jetzt der deutschen Mannschaft aus den Händen geglitten. Klinsmann und Zmiany. Deutsche Mannschaft versuchte nach dem Führungstor ruhig zu spielen, aber hat für mich auch zu langsam gespielt. Hätte eine zu diesem Zeitpunkt geschockte, fast ein bisschen erstarrte albanische Mannschaft mit einigen Minuten Tempo-Fußball entscheidend zurückwerfen können. So aber hat man sie wieder aufgebaut und jetzt sind sie wieder da. Sommer. Strakosha, der Keeper von Olympiakos Piräus. Zum Anwurf kommt der Torschütze, Zmiany, der sofort angezeigt hat, hinter dir kommt einer, nämlich Kirsten. Das entscheidende Minus der deutschen Nationalmannschaft liegt in der Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff. Beide Spitzen, abgesehen vom Tor von Jürgen Klinsmann, dem eigentlich einzigen wirklich brillanten Spielzug der deutschen Nationalmannschaft, bleiben weitgehend stumpf, da sie sich zum einen nicht so bewegen, wie die Mittelfeldspieler das offensichtlich erwarten, und zum anderen auch nicht so in Szene gesetzt werden, wie sie sich das gerne vorher gewünscht hätten.
Im Moment Fußball verkehrt. Die Deutschen versuchen, die Albaner aus dem Rhythmus zu bringen und nicht wie erwartet umgekehrt. Fuchs zeigt es immer wieder an, rückt nach vorne, macht das Spiel. Dieter Alz, in der Defensive bisher mit einer soliden Partie. Die Flanke fällt nicht unter die Rubrik Verwertungsgesellschaft Sturm. Aus. Stefan Reuter hilft dem deutschen Kapitän. Matthias Sammer. Reuter. Bälle verspringen, es hat keinen Sinn, so lange alleine mit dem Ball zu agieren. Laufen lassen. Wird zufrieden sein, Neptun Brajko, Nationaltrainer Albaniens, sein zweites Spiel erst gegen Wales, debütiert er mit einer 0:2 Niederlage. Und eins. Ja. Ansatz war richtig, aber nur so kann es gehen. Kirsten und Klinsmann weitgehend abgeschirmt, zudem beide meistens nur 10 Meter voneinander entfernt. Deshalb muss mehr über Außen kommen. Ein Manko ja schon gegen Ungarn. So wie beim 1:0 durch Stefan Reuter. Haben Sie es gesehen? Kirsten und Klinsmann fast unmittelbar nebeneinander. Ballt sich alles in der Mitte. Demolari. Berti Fuchs. Staunen. Albanien, ein ebenbürtiger Gegner, das 1:1 gerecht. Klinsmann versuchte die Gasse für Matthäus zu öffnen, indem er seinen Gegenspieler nach links zog. Der Rechtsaußen Matthäus wurde nicht erreicht von Sammer. Nochmal das Foulspiel von Matthias Sammer. Und beim Freistoß Rudi Vata. Sein zweites Jahr in Schottland, spielt in Schottland einen klassischen Innenverteidiger,
in der albanischen Mannschaft einen fast klassischen Ausputzer. Foul gegen Rakli, hätte Vorteil geben können. Die letzte halbe Minute der ersten Halbzeit. 1:1. Und die nächste Freistoßgefahr. Köpke dirigiert. Vor allem Zwiegespräch mit Thomas Berthold. Rakli am rechten Rand der deutschen Freistoßmauer versucht die Lücke zu schaffen. Donnerwetter, was haben die für Ideen drauf bei Freistößen? Gut gespielt. Auch Belay von Demolari. Haben Sie gesehen, Kirsten hat das einen Tick auch zu spät erkannt, löste sich dann erst zu spät verblüfft aus der deutschen Mauer. Der Fuchs, Demolari. Wenig Haare, viele Ideen. Belay, Milo. Kuschta im Abseits. Andi Köpke vergewissert sich nochmal. Letzter Blick zum Linienrichter, Fahne war immer noch oben. Die Überhangphase der ersten Halbzeit. Fehler von Berthold, schwerer Fehler von Berthold. Rakli. Aber solche Schnitzer, Thomas Berthold hebt sofort die Hand. War eben schön zu sehen, darf man sich nicht erlauben. Rakli, der uns noch vor dem Spiel gesagt hat, was bin ich froh, nicht wie in Freiburg meistens nur einige Minuten spielen zu dürfen, sondern mal ein ganzes Spiel. Und sie haben mit Herz und auch durchaus mit sehenswerten Spielzügen agiert, die Albaner, und sich ein Unentschieden wahrlich verdient nach 45 Minuten gegen eine deutsche Mannschaft, die zu wenig Tempo, zu wenig Spiel über Außen gezeigt hat. Waldemar Hartmann mit dem Mann, der zumindest das erste Tor vorbereitet hat. Nicht gut angefangen, dann war Sicherheit in der Mannschaft nach dem Führungstreffer und jetzt seid ihr wieder durcheinander. Ja, dann haben wir ein ganz blödes Gegentor bekommen, das waren zwei, drei Situationen vorher schon. Hätte vorher schon Freistoß geben müssen eigentlich. Und so waren sie nachher vor unserem Tor, machen das Freistoßtor. Und jetzt natürlich durch das Publikum sind die wieder gekommen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Spiel wieder kontrollieren, genauso wie die erste halbe Stunde. Alles klar, toi toi toi, danke. Danke. Die Mannschaft in der zweiten Halbzeit, sondern schade, dass wir nicht mehr jonglieren haben sehen, aber die Mannschaften kommen eben zurück. Den Alfred Reindl Albaniens, den berühmtesten Balljongleur, Spartak Hamidi, 3 Guinness-Rekorde hält er, darunter einen. 1 Stunde und 32 Minuten hat er mit Tennisbällen jongliert. Das war die Fußballspieler mit dem richtigen Ball machen. Auch Andi Müller hat das eben bestaunt, als er aufs Feld kam. Wir schauen mal aufs Feld, meine Damen und Herren. Also eines erstaunt mich schon, mit Verlaub gesagt. Rainer Bonhoff stand eben am Mikrofon bei Waldemar Hartmann und erzählt uns, dass nicht ausgetauscht wird. Und dann kommt der Thomas Strunz anstelle von Matthias Sammer aufs Feld. Unkommentiert gebe ich das mal weiter. Thomas Strunz also jetzt in der Mannschaft. Und vielleicht gibt es ja auch in Kürze von unten die Information, warum Sammer raus und Strunz rein. Über eins wird nach wie vor diskutiert, auch bei uns. Über eine Freistoßmauer, die keine war, auf Seiten der deutschen Mannschaft. Das war eine zufällige Ansammlung von Rückennummern, mehr war das nicht. Und so etwas darf in einem Europameisterschaftsqualifikationsspiel eigentlich nicht passieren. Auch wenn wir gesagt haben, Thomas Berthold hat da vielleicht ein bisschen zu weit rechts gestanden. Eines bleibt mir total unverständlich, warum ein Kirsten von Beginn an 2-3 Meter entfernt steht und die Lücke geradezu anbietet den Albanern, um diesen Freistoßtreffer zu erzielen. Ja.
Also wir haben eben gehört von unten, von unseren Kollegen, Matthias Sammer hat eine Oberschenkelverhärtung und deshalb kommt Thomas Strunz in die Mannschaft. Etwas betröppelte Mienen, auch bei Ulf Kirsten. Ohnehin, wie wir von Spielen von Bayer Leverkusen wissen, keiner der glücklichsten in Freistoßmauern. Aber vielleicht zeigt er uns ja jetzt in der Offensive eine ganz tolle Nummer in der zweiten Halbzeit. 1-1, eine härtere Nuss zu knacken hier im Kemal-Staffa-Stadion, als viele, auch nach vielen historischen Erinnerungen, geglaubt haben vorher. Und Kirsten, jawohl, da ist die Nummer von Ulf Kirsten. Wir haben es verschrien. Er hat alles wieder gut gemacht. Er darf ab sofort wieder stehen, wo er will. In der Nähe von Freistoßmauern. Gleich in den ersten Sekunden der zweiten Halbzeit nach 25 Sekunden. Und Strunz war entscheidend beteiligt. Machte sofort Dampf nach vorne. Doppelpass mit Müller. Dann kommt Jürgen Klinsmann. Und auf etwas glücklichen Pfaden kommt der Ball zu Kirsten und Ulf Kirsten. Endlich mal in der Nationalmannschaft, nachdem er ja bisher in der Nationalmannschaft nur ein Gelegenheitsarbeiter war. Der Treffer zum 2:1. Na, goldrichtiger können Tore ja heute gar nicht fallen als hier bei diesem Spiel in Albanien. Und wenn man sich jetzt nochmal die Butter vom Brot nehmen lässt, sind sie selbst dann schon. Strunz, äußerst agil. Thomas Strunz von Beginn an vielleicht ein bisschen sauer, dass mit Reuter und Alz auf der rechten Seite zwei Leute spielten, mit denen er nicht so unbedingt gerechnet hatte. Aber jetzt hat er schon alles wieder gut gemacht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat sich nachdrücklich in Erinnerung gebracht. Kohler. Im Abseits Jürgen Klinsmann. Aber wäre jetzt eigentlich das Spiel für Andi Möller? Denn die Albaner müssen kommen. Lange Pässe, auch schnelle Antritte von Andi Möller wären jetzt gefragt. Matthäus zu Beginn der zweiten Halbzeit ausschließlich auf die Defensive beschränkt. Jürgen Kohler, Chef gegen Kuschta, schon ab der 5. Minute, auch wenn er es gelegentlich mit anderen Gegenspielern noch zu tun hatte. So muss das gespielt werden, Reuter. Spielt sein Trumpf, die Schnelligkeit aus. Und Matthäus.
So muss das aussehen in der zweiten Halbzeit. Als Strunz glücklicherweise macht die deutsche Mannschaft den Fehler kein zweites Mal, das Heft aus der Hand zu geben. Schön auf Strunz. Ja, da war der nicht mehr, den er vorher noch dort gesehen hatte mit Ulf Kirsten. Der versuchte, Strunz die Gasse zu öffnen. Linsmann. Und Möller. Lähmende Entsetzen auf den Rängen nach dem 2:1 für die Deutschen. Weicht schön langsam der Bewunderung. Habe ich ein bisschen zu früh gesagt. Cooler letzter Mann. Strunz in der Position von Matthias Sammer. Zentral, defensiv und hat er schon eine Menge draus gemacht bisher. Wieder Strunz. Entlastet Andi Möller auch beim Spielaufbau. Matthäus richtig gewartet, bis der Ball sämtliche Tücken verloren hatte. Hoppeln schon sehr merkwürdig die Bälle hier, aber gehört halt nun mal mit dazu. Ein Weltklasse-Spieler muss mit allen Dingen rechnen. Rackli. Altin Rackli, alle seine Freunde sind hier. Sein großer Entdecker, Aran Tatiri, der Student, der ihn ja vermittelt hat zum SC Freiburg. Und im Übrigen auch Rita Tschech-Blasel, die 12-malige deutsche Langlaufmeisterin, sitzt auf der Tribüne, die extra aus Freiburg hierher gekommen ist, bei der er einige Monate gewohnt hat. Und die Tücken des Untergrunds bekommt auch Andreas Köpke zu spüren. Schaut doch mal jetzt die Besohlung an.
Kürze werden die Albaner tauschen. Es kommt Plaid Arcola in die Mannschaft. Der Tausch wird erst vollzogen für den Spielmacher, für De Molari. Da gibt es zum einen Teil Pfiffe von den albanischen Fans, deren Liebling De Molari ist. Zum anderen hat Coach Neptun Bajko natürlich gemerkt, irgendwie hat er sich totgelaufen, De Molari. Sie merken es auch bei der Namensnennung für Plaid Arcola, Beifall und Pfiffe, nicht jeder einverstanden. Tja, Kushta bleibt gefährlich. Wieder im Anschluss an eine Standardsituation. Miani. Kirsten, Klinsmann, Strunz kommt. Hallo. Stefan Reuter. Aber eins ist klar geworden, die Einwechslung Plaid Arcolas hat ihren Grund in erster Linie darin, dass der auf Strunz aufpassen soll. Die Kreise von Thomas Strunz, der da sehr gefährlich agierte, einengen soll. Alle Ecken an die Möller, auch von rechts. Sie gehen nach, sie gehen drauf jetzt, die deutschen Spieler, im Gegensatz zu der Phase nach dem 1:0. Berti Vogts an der Linie animiert sie, das noch mehr zu tun, denn die Folge sind dann solche Fehlpässe bei den Albanern. Strunz, hier haben Sie das Paar, Strunz und Cola. Beiden angewechselten Spieler. Möller deshalb in der Position, weil sich Matthäus in der Möller-Position befindet im Moment. Phase des Publikums scheint überwunden. Nochmal der Coach, Neptun Bajko. Er studiert in Italien bei Dino Zoff, hat sich viel abgeschaut. Nicht einverstanden mit dem Eckball. Klinsmann will mit zurückkommen bei dieser Ecke und Berti Vogts, hier sehen Sie noch den Zeigefinger, zeigt ihm an, bleib vorne Jürgen, denn wenn wir den Ball haben nach der Ecke, dann wirst du sofort geschickt. Rakli. Kirsten.
der Kapsel, die Nabel auf. Kopf an! Ola? Ja, der Mann. Geschoben von Jumba gegen Ulf Kirsten. Hat ein gutes Auge, schließlich der Melnitschuk, auch wenn er in einigen Situationen sehr kleinlich pfeift, denken wir an das Tor der Albaner. Kohler hat für mich da so gut wie nichts gemacht, aber die Hände waren draußen. Und als die schon in Richtung Gegenspieler gingen, da hat er schon gepfiffen. Haben wir deutlich gehört von hier oben. Auch wenn er dann sie wieder zurückgezogen hat. Weber. Klinsmann. Gutes Zuspiel von Stefan Reuter auf Kirsten. Weber auf Müller. Nick im Abseits, Andi Müller. Das wären genau die Konter, von denen wir sprachen und die sitzen müssen. Wenn er seine Schnelligkeit ausspielen kann, Andreas Müller. So aber Milo. Zmiani. Passieren solche Löcher, die sie auftun für Belay. Im Rücken der deutschen Abwehr hat sich der freigeschlichen, der Belay. Schauen Sie ganz oben, keiner passt auf ihn auf. Und plötzlich schauen sie alle verdutzt. Aber was der Zmiani macht, der rechte Verteidiger, hat Hand und Fuß. Nicht nur wegen seines Tores. Stefan Reuter war ganz verdutzt, als der Belay hier auftauchte. Ansonsten sein Gegenspieler. Zmiani, Torschütze, schöne Freistoßflanke geschlagen, alle Zuspiele kommen an, Blick für den freien Raum, gefällt mir gut die Nummer 2 Albaniens. Hier sehen Sie ihn links neben Weber. Hier die deutsche Nummer 2 Reuter. Als. War schon hinter der Torauslinie. Mein Gott, jetzt müsste doch aus einem Eckball mal was werden. Früher kennen Sie das alte Straßenfußballspiel. Drei Ecken, ein Elfmeter. Bei der deutschen Mannschaft scheint es nach dem Motto zu gehen, 100 Ecken, ein Tor. Das alte Leid. Aber jetzt, Andi Müller. Gäb's doch kopfballstarke Leute, Freunde. Kohler, Weber, Berthold, alle diskutieren in der Nähe des Elfmeterpunkts.
deshalb das Pfeifkonzert, denn der Schiedsrichter lässt zunächst mal das Spiel weiterlaufen. Nein, jetzt hat er unterbrochen. Smiani, hören Sie mal, wie der gefeiert wird, geht vom Feld. Der geht nicht etwa vom Feld, weil er schlecht gespielt hat, sondern jetzt kommt für einen Verteidiger ein offensiver Mann mit Pano. Ledio Pano mit der Nummer 14. Zunächst aber mal orientiert er sich nach hinten, hier sehen Sie ihn bei McBall. War schon hinter der Torauslinie, Abstoß. Aber vielleicht können wir den noch mal kurz einfangen, den Lidio Pano, den eben eingewechselten Spieler, der sich jetzt in Richtung Mittellinie orientiert, mit der Nummer 14. Hier haben Sie ihn groß im Bild. Sein Vater schon ein ganz berühmter Spieler in Albanien gewesen, hat schon mit Albanien gegen Deutschland mit Franz Beckenbauer gespielt, da schwärmt er heute noch davon, ist auch im Stadion und hofft natürlich jetzt, dass der Filius was Ordentliches zustande bringt. Weber. Jürgen Kohler wird gleich vor ihm Pano auftauchen sehen, der sich jetzt weitgehend in die Sturmmitte orientiert. Vorteil. Kola. Da kommt der Pano. Strunzbein. Gut gemacht von Thomas Strunz. Absolut fair. Und Foulspiel. Aber auch hier Vorteil. Nach Foul gegen Kola. In der ersten Halbzeit hat er alles gepfiffen. Die zweite Halbzeit. Die Halbzeit der Vorteilsregel. Das 2:1, kein Ruhekissen für Berti Fuchs und Rainer von Hoff. Reuter und Alz. Unter dem Strich ein solides Paar, hier sogar ein gutes Paar. Reuter, Weber mit links. Gerecht auf den richtigen Fuß. Aber muss er riskieren, ihn direkt zu nehmen. Auch wenn das auf dem Geläuf nicht allzu einfach ist. Kirsten. Riskant gespielt. Vorher noch Berthold. Weber und Matthäus. Aber so muss es sein, mit ruhigem Spiel die Albaner einschläfern und dann blitzschnell über außen nach vorne kommen. Zumal wenn Matthäus die Libero-Position aufgegeben hat. Nochmal, Berthold. Auch auf der für ihn eigentlich falschen linken Seite, dem rechten Fuß, gut gespielt. Ja.
Foul gegen Jürgen Klinsmann. Von Rudi Bartha am linken Bildrand. Möller, Strunz böte sich an. Hat er zu spät gesehen. Jetzt kommt das Abspiel. Noch 20 Minuten. Deutsche Mannschaft scheint das Spiel im Griff zu haben. Aber noch ist das 2:1 ein extrem dünnes Polster. Ganz klarer Aktivposten. Korrekte Entscheidung. Katscha ist faul gegen Klinsmann. Möller. Draußen vergessen. Klinsmann und Möller. Klinsmann und Reuter, wunderschönes Zusammenspiel. Nach der Vorbereitung des 1:0 hat er schon einen guten, Stefan Reuter. Larissa. Leg Bello. Bella Cola. Tückisch aufsetzende Bälle. Foul von Kuschta gegen Weber. Nochmal Kolas Schuss. Und Andi Köpke mit Luchsaugen verfolgt er jeden verspringenden Ball. Die Fuchs zeigte ihm Jürgen Kohler an. Kannst du ruhig öfter machen, wenn du gehst. Über rechts. Matthäus! Hoffentlich alles okay. Beide deutschen Stürmer jetzt mit Vorchecking, Kirsten und Klinsmann und auch Alz mit immensem Einsatz. Da hat er Klinsmann im Abseits gesehen. Linienrichter hauchdünn. Cola. Ralf Weber, keine schlechte Partie auf der linken Abwehrseite. Yeah.
genauso wie das Paar Alz und Reuter nach wie vor ganz gut harmoniert auf der anderen Seite. Reuter auf Möller. Schnell genug ist er. Aber clever Rudi Warta gegen Andi Möller. Rudi Sprechchöre, das gibt es auch in Albanien. Da meinen Sie nicht etwa Völler, der hier einen Betriebsausflug unternommen hätte, sondern Ihren Libero Warta, Rudi Warta. Nochmal mit Haken und Ösen, schön zu sehen. Möller und Warta. Andi Möller muss warten, beide Spitzen genau gedeckt. Jürgen Klinsmann beklagt sich deshalb, weil in dem Moment, als er starten wollte, zu diesem Pass von Reuter wurde er festgehalten. Andi Möller. Kirsten, das fleißige Zurücklaufen hat sich gelohnt. Matthäus. Und Möller, Möller. Mein Gott, so eine Chance, muss er nutzen. Und was zeigt er an? Handspiel. Also, zwei Möglichkeiten, Handspiel oder Rückgabe, da schauen wir nochmal genau hin. Was hat er gesehen? Schauen wir nochmal. Matthäus. Er schaut zum Linienrichter in der Situation raus. Dann kommt Möller. Das war's nicht. Ja, er deutet das als Rückgabe zum Torhüter. Schauen Sie genau hin. Ja, hier rutscht er rein, Hand war nie und nimmer, da war keiner im Spiel. Rückgabe zum Torhüter und deshalb jetzt diese Szene. Tja, an Merkwürdigkeit nicht zu überbieten, diese Nummer. Und vielleicht wird sie jetzt auch entsprechend von der deutschen Mannschaft abgeschlossen. 2, 4, 6, 7 Spieler rechts vom Torwart, einer noch am Pfosten. Trifft Matthäus das Loch? Das ist die Frage. Reuter. Schauen wir uns noch mal genauer. Eine Lücke von 2-3 Metern, aber gut reagiert von Stragoscia. Jürgen Kohler, absolut einwandfreie Partie. Gutes Spiel von Jürgen Kohler in der deutschen Hintermannschaft. Hatte nur das Pech, dass ein für seine Verhältnisse Zärtlichkeitsbeweis zum Gegentor zum 1:1 führt. Unsere Superzeitlupen versinnbildlichen den internationalen Fußball derzeit. Genauso wichtig die Hände wie die Füße. Jetzt aber Pano. Lothar Matthäus japst nach Luft. Und ist schon wieder voll da.
Kohler souverän. Und Abseitsposition angezeigt vom Linienrichter. Vorteil lässt er gelten. Aber wo war hier der Vorteil? Herr Melnitschuk, deshalb Proteste von Vogts und Bonhoff. Milo. Und Stefan Reuter. Knappe 10 Minuten. Müssen wir noch zittern? Keine glanzvolle Vorstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft, um die Milde des ersten Spiels im Rahmen einer EM-Qualifikation walten zu lassen. Aber immerhin, man führt in Albanien. Gelbe Karte nach Foulspiel von Belay. Gegen Ralf Weber. Hat ihn mit der Hand noch einen kleinen Stupser verpasst. Lothar Matthäus war eben, darf ich Ihnen sagen, während Sie Belay eingeblendet sehen, noch mal kurz an der Seitenlinie bei Rainer Bonhoff und Berti Vogts. Weber. Aber Müller zeigt an, ihr braucht den Austausch noch nicht vorbereiten. Vogts zuckt mit den Schultern. Hier sehen Sie den einen der beiden, Müller, und jetzt wird doch angezeigt. Berti Vogts nickt, Dirk Schuster kommt in die Mannschaft. Haben Sie alles verstanden? Hopp, Dirk, wir wollen wechseln. Lass dir nicht so lange Zeit. Recht hat er. Aber wie gesagt, die ersten Zeichen waren kein Wechsel, deshalb hat sich Schuster wieder hingesetzt, darum ist er jetzt noch nicht fertig. Gelbe Phase des Schiedsrichters und jetzt kommt der Wechsel. Schuster für Ralf Weber. Kann der Frankfurter Eintracht nur wünschen, dass er bald wieder okay ist. Ulf Kirsten rackerte emsig, belohnt durch das Tor zum 2:1. Ansonsten beide Spitzen nicht so in Szene gesetzt bei der deutschen Mannschaft, wie wir uns das im Idealfall wünschen würden. Thomas Strunz. Schon über der Seitenlinie und von unten haben wir auch gehört, Rippenprellung bei Ralf Weber, also das müsste relativ schnell zu beheben sein. Und damit muss ich ihn hier auch noch loben, Schiedsrichter Melnitschuk, denn wenn nach dieser Attacke von Belay, die von hinten von unserer Perspektive ja gar nicht so gut zu sehen war, Weber mit einer Rippenprellung ausscheidet, wir sahen ja nur, dass die Hand zum Mann ging, dann war eine gelbe Karte wahrlich angebracht. Strunz. Thomas Strunz hat aus der Sammer-Position mehr gemacht in der zweiten Halbzeit, zweifelsfrei. Tut mir ein bisschen leid fast für Matthias Sammer, der sich zum einen ja opfern musste, weil Matthäus halt in der Nationalmannschaft Libero spielt. Und dann auch noch unglücklich mit einer Verletzung zur Pause ausscheiden musste. Bitter für einen so tollen Fußballer wie Sammer. Rackli. Legbello, Pano, dessen Einwechslung noch überhaupt nichts gebracht hat, hängt meistens hinter den Spitzen und das im wahrsten Sinne des Wortes.
absolute Konzentration und Aufmerksamkeit. Wenige Minuten vor Schluss in der deutschen Hintermannschaft. Möller. Rechts nur Klinsmann. Hier sehen Sie ihn oben. Viereinhalb Minuten noch zu spielen. 2:1 für die deutsche Mannschaft und als. Dirk Schuster nach dem Länderspieldebüt in Ungarn. Der zweite Ansatz heute in der Position nicht des klassischen Manndeckers, sondern in der des linken Verteidigers. Der gestreckte Pas de Deux mit den Hauptdarstellern Kacay und Möller. Und das sind die anderen zwei, Berti und Bonny, wie er in der Mannschaft genannt wird. Strotz. Klinsmann, Alz kommt, sieht er nicht. Kirsten verletzt. Die letzten zwei Minuten beziehen ihren Reiz nicht aus der Angst vor der Gefährlichkeit des albanischen Sturms, sondern vor einem Moment, in dem halt vielleicht doch noch irgendwie negativ was passieren könnte. Hoffentlich nicht. Bertolt. Strunz mit gutem Auge schön die Seite gewechselt und Reuter und Alz. Als mutiger, frecher, auch nach vorne in der zweiten Halbzeit. Wenn auch im Flankenabschluss nicht immer von Erfolg gekrönt, seine Bemühungen. Im richtigen Moment aus der Position des letzten Mannes gelöst. Gelb gegen Strunz. Wir warten mal lieber noch mit einem Fazit.
Uneinigkeit, was man tun soll. Pano. An den Pfosten! An den Pfosten! Aber erneut herbe Abstimmungsschwierigkeiten. Eine Minimauer haben sie errichtet und dahinter standen, schauen Sie mal hin, da standen links noch zwei, drei Spieler und dann kommt der Ball an den Pfosten. In der letzten Sekunde wäre das um ein Haar der Ausgleichstreffer für Albanien gewesen. So, Schlusspfiff. Wir schauen uns diese Szene jetzt nochmal an. Was hat die deutsche Mannschaft dafür ein Glück gehabt? Es bleibt beim 2:1 für Deutschland, aber ich habe ja gesagt, warten wir lieber noch mit einem Fazit. Unter dem Strich. Spielerischer Glanz blieb außen vor. Einen Schönheitspreis wollte man ja ohnehin, konnte man hier auch nicht gewinnen. Gewinnen war überhaupt die Devise Nummer 1, das hat man wenigstens geschafft. Einige Ansätze erkennbar, so im Libero-Spiel von Matthäus nach vorne, so muss er weitermachen, auch wenn das Ganze noch ausbaufähig ist. Kohler, der Turm hinten in der Hintermannschaft, Strunz in der zweiten Halbzeit, ein Aktivposten. Das Paar rechts, Eils, Reuter, vielleicht durchaus nochmal einen Versuch wert gegen einen offensiven Gegner. Gegen Defensive hat Hessler sicherlich die besseren Papiere. Und Andi Möller mit Plus und Minus. Noch nicht die Bande zu den beiden Spitzen hat er gefunden. Versuchte spielerische Akzente zu setzen. Oft ein bisschen glücklos geblieben in dieser Partie. Noch nicht das Gelbe vom Ei bei allem Wollen, das er gezeigt hat. Und vorne die beiden heute immerhin. Zwei Stürmertore von Klinsmann und Kirsten. Also, ausbaufähig ist diese deutsche Mannschaft noch mit deutlichen Möglichkeiten nach oben. Aber für Albanien-Spiele galt schon so oft das Motto, Hauptsache gewonnen. Daran wollen wir uns ausnahmsweise auch heute halten. Waldemar. Berti Fuchs, Gerd Rubenbauer hat eben gesagt, wie so oft bei Albanien-Spielen gilt das Motto, Hauptsache gewonnen, kann man heute auch sagen. Ja, natürlich, das war klar, hier konnte man außer drei Punkte nicht gewinnen, das haben wir getan. Wir wissen, dass wir auf so einem Platz anders spielen müssen. Und man hat es ja gesehen, auch bei unseren Techniker, die mit diesem Platz schon ihre Probleme hatten. Es gab mal wieder Stürmertore in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das war nicht immer so. Könnte dieses das Pärchen der Zukunft sein oder hat Kalle Riedle, weil er heute verletzt war, doch noch seine Chance? Ja, man muss ja sehen, Thomas Hessler fiel kurzfristig aus. Karl-Heinz Riedle gestern, wie auch Christian Ziege. In der Halbzeitpause ging es nicht mehr weiter mit Matthias Sammer. Und ich bin froh, dass wir zwei Stürmertore heute erzielt haben. Denn wir müssen uns aus dem Mittelfeld heraus noch besser vorbereiten. Das Wechselspiel Lothar Matthäus und Matthias Sammer hat ja nur 45 Minuten heute klappen oder auch nicht können. Was ist denn Ihre Bewertung in dieser Zeit? Dieses Spiel zu bewerten, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig. Was zählt, sind die drei Punkte. Alles andere sollten wir schnell vergessen. Ja. Da klingt auch ein bisschen Erleichterung, eine persönliche Erleichterung mit. Es lastet ja unheimlicher Druck auf Ihnen von der Öffentlichkeit. Jetzt geht's richtig los, das haben Sie selbst auch gesagt. Die Qualifikationsspiele zur Fußball-Europameisterschaft. Wie halten Sie denn das durch jetzt in den letzten Tagen vor so einer wichtigen Begegnung? Ja, ich habe mit der Mannschaft gut gearbeitet. Es war sehr, sehr gute Stimmung in der Mannschaft und mit der Mannschaft haben wir das geringste Problem. Wir wissen, dass wir unseren Fans etwas bieten müssen. Wir wissen, dass wir uns qualifizieren müssen für England. Und das ist schwierig in der verdammt schweren Gruppe mit Bulgarien und Wales. Und man sieht auch hier, dass die Siege nicht einfach werden für uns. Was halten Sie denn von schlauen Ratschlägen ehemaliger Kollegen, wie zum Beispiel von Jupp Derwall, der gesagt hat, sie sollen zurück in den Jugendbereich gehen? Erstmal hat Jupp Derwall das ganz anders gesagt. Und Jupp Derwall, den ich sehr, sehr schätze, und er hat in dieser Art diese Aussage gar nicht getätigt. Man weiß aber, wie gerne man im Moment meinen Namen in die Schlagzeile bringt. Ja. Also da ist nichts dran, kann man das so sagen? Im Moment fühle ich mich hier bei der Nationalmannschaft mal ganz wohl. Ja. Alles klar. Berti, herzlich.